Hallo ihr Lieben, es geht weiter mit dem nächsten Thema. Heute geht es um ein Video, das aufgenommen wurde bei der Konferenz der Public Health Collaboration in London vor einem halben Jahr. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Menschen über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu informieren. Sprecher war Peter Bruckner, ein Aussie. Ein Australier, weltweit bekannter Arzt mit sehr erfolgreicher Sportarztpraxis in Melbourne. Er hat sein eigenes Leben umgekrempelt in Richtung Low Carb Ernährung. Er betreut viele international sehr erfolgreiche Athleten und gibt diese Informationen an diese weiter. Und nicht nur diese Athleten folgen seinem Beispiel, sondern auch immer mehr Ärzte. Er ist bekannt als Low Carb Doktor und sehr, sehr erfolgreich mit dem, was er seinen Kollegen und Patienten und den Sportlern sagt, die er betreut. Seine Aussage: Great Britain, the fat man of Europe. Großbritannien, der dicke Europäer. Briten sind in der Tat die dicksten Europäer. 63% der Erwachsenen sind übergewichtig oder fettleibig. Briten haben offiziell die schlechteste Ernährung innerhalb der EU. Aber ganz britisch, sie haben auch schon die passende Lösung parat. Sie sind bald nicht mehr das fettleibigste Land der EU, weil sie nach dem Brexit nicht mehr zur EU gehören. Mit unserer Ernährung ist vieles nicht in Ordnung. Das Übergewicht ist im Vormarsch. Diabetes hat sich in 20 Jahren verdoppelt. Nicht nur die Briten sind heute die dicksten der Geschichte, sondern die Deutschen auch und die Franzosen auch und alle anderen wahrscheinlich auch. Zum ersten Mal reduziert sich die Lebenserwartung, nicht nur in Großbritannien. Viele Generationen lang war es so, dass die Kinder älter wurden als ihre Eltern. Und diese Entwicklung hat sich innerhalb von kürzester Zeit umgekehrt. Ich habe das auch erlebt, gesehen, wenn ich manchmal höre, dass jemand gestorben ist und ich manchmal weiß ich, wann die Eltern gestorben sind und dann stelle ich fest, dass die Kinder beispielsweise nur 10 Jahre nach ihren Eltern gestorben sind, was eigentlich nicht sein könnte, wenn die Kinder älter würden als die Eltern. Und ich dachte, es betrifft nur die Menschen, die jetzt noch Kinder sind, dass die irgendwann nicht mehr so lange leben wie ihre Eltern. Aber ich stelle immer mehr fest, dass das schon voll im Gange ist und dass viele schon nicht mehr das Alter ihrer Eltern erreichen. Es gibt diverse Forschungen und Studien, und einige der letzten 12 Monate brachten wichtige Erkenntnisse. Der Trend, dem wir heute folgen, begann in den 70er Jahren mit der Einführung der Low-Fat-Richtlinien. Das habe ich schon oft erzählt, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Seither werden wir immer dicker und kränker. Auch das habe ich schon oft gesagt. Eingehen möchte ich unter anderem auf die Pure-Study 2017. War das? Teilgenommen haben 18 Länder. 130.000 Menschen. Es war eine riesige Studie. Es gab diverse Veröffentlichungen und diverse Konklusionen im Zusammenhang mit Nährstoffen und Blutfetten zum Beispiel. Die erste Aussage, auf die ich hier eingehen möchte, ist: Unsere Ergebnisse können die Empfehlungen, Fett und gesättigte Fettsäuren zu reduzieren, nicht bestätigen. Das war das Ergebnis nach dieser Studie. Die zweite Aussage war, eine Reduzierung der Fettsäuren bei gleichzeitiger Erhöhung des Kohlenhydratanteils hat negative Auswirkungen auf die Blutfette. Und Untersuchungen im Zusammenhang von Fett und also im Zusammenhang von Fett und Kohlenhydraten mit Herz-Kreislauf-Krankheiten, wieder diese Studie, 18 Länder, 130.000 Teilnehmer, Konklusion: Ein erhöhter Anteil von Kohlenhydraten steht im Zusammenhang mit einer erhöhten Sterblichkeitsrate. Das ist genau das Gegenteil von dem, was uns seit 40 Jahren erzählt wird. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen. Fett generell und einzelne Fettarten
zeigten eine Reduktion der Sterblichkeit. Also auf Deutsch, die Leute, die mehr Fett essen, hatten eine bessere Überlebensrate als die, die sich nach den Ernährungsrichtlinien ernähren. Das sollte eigentlich jeden überzeugen, tut es aber nicht. Die Stimmen, die Statine, also Cholesterinsenker, in Frage stellen, werden ebenfalls lauter. Darüber hatte ich ein Video gemacht, über den Cholesterinmythos. Das werde ich verlinken in den Kommentaren. Aussage: Fettleibigkeit steht in einem engen Zusammenhang mit einer verkürzten Lebenserwartung. Nichts Neues. Und einem signifikant erhöhten kardiovaskulären Mortalitätsrisiko. Es gibt immer noch Menschen, die behaupten, dass es keinen Zusammenhang zwischen gesüßten Getränken und Fettleibigkeit gibt. Man frage sich, auf welchen Gehaltslisten die wohl stehen. 63% aller Studien stellen klar einen Zusammenhang zwischen gezuckerten Getränken und Fettleibigkeit bei Kindern und Erwachsenen fest. Und das sollte eigentlich auch die letzten Zweifel ausräumen. Dr. Bruckner hat auch Virta Health erwähnt, das verlinke ich auch in den Kommentaren. Diese Organisation wurde gegründet von Sami Inkinen, den habe ich auch schon erwähnt. Das ist der Finne, der Hochleistungssportler, der trotz eines riesigen Sportpensums insulinresistent wurde und auf dem besten Weg war, Diabetiker zu werden. Und der ist aus Finnland und mit einer Website sehr reich geworden. Er war extrem sportlich, hat am Ironman teilgenommen, hat jede Woche viele, viele Stunden Sport getrieben. Und wurde, wie gesagt, trotzdem insulinresistent. Er ist mit seiner Freundin von San Francisco nach Hawaii gerudert in 45 Tagen mit einer Ernährung ohne Kohlenhydrate. Und er hat den Weltrekord um 5 Tage unterboten. Sammy hat seine Website verkauft, ist damit stinkreich geworden und investiert jetzt einen Großteil seines Geldes in die Recherche mit dem Ziel, Diabetes vom Typ 2 zu eliminieren. Was ich sehr nobel finde. Andere machen Partys und kaufen sich Yachten und er tut etwas für die Menschheit. Hut ab, Sammy. Er hat dieses Unternehmen Virta Health gegründet und arbeitet mit mehreren sehr bekannten Ärzten, um eben dieses Ziel zu erreichen. Wer nutzt Virta Health? Das sind vor allem Firmen, die für ihre Mitarbeiter bezahlen. Und diese werden von den Ärzten online betreut. In den USA ist es ja oft so, dass die Leute keine Krankenversicherung haben und dass viele gar nicht zum Hausarzt gehen können, weil sie sich das nicht leisten können. Aber selbst wenn sie zum Hausarzt gingen, ist es keine Garantie dafür, dass der ihnen das Richtige empfehlen würde. Und deswegen ist diese Virta Health Geschichte eine tolle Sache, weil die mit den Hausärzten zusammenarbeiten und diese auch informieren und aufklären. Virta Health selbst veröffentlicht auch Papers. 3 davon sind bereits veröffentlicht. Da ging es um Ergebnisse nach 3 Wochen, 1 Jahr oder 2 Jahren Low-Carb-Ernährung. Und die Ergebnisse waren: der Blutzucker geht runter. Der HbA1c, Hämoglobin A1c-Wert, also Langzeit-Glucose, Blutzuckerwert geht runter, das Insulin geht runter, das Gewicht geht runter, die Medikamente können reduziert werden oder abgesetzt. Und es ist doch beeindruckend. Nur mit einer Umstellung der Ernährung. Würde jemand ein Medikament erfinden, das das alles könnte? Er würde in kürzester Zeit zum Milliardär werden. In den nächsten Veröffentlichungen geht es um Verbesserungen im Zusammenhang mit Entzündungen der Leberfunktion, den Triglyceriden, also Blutfetten, und der Insulinresistenz. Die Resultate sind jetzt schon sehr vielversprechend. Es gibt andere Untersuchungen, die beweisen, dass Low Carb wirklich zielführend ist. Und man kann jetzt schon sagen, dass es fahrlässig ist, ich würde sogar sagen, dass es kriminell ist,
dass Diabetikern vom Typ 2 nicht gesagt wird, dass sie auf Kohlenhydrate verzichten sollen. Low Carb reduziert den Langzeitblutzuckerwert, den nüchtern Blutzucker, das Gewicht, die Medikamente mehr als alle anderen gängigen Empfehlungen und mehr als alle gängigen Medikamente. Eine Meta-Analyse von randomisierten Doppelbindstudien hat ergeben, dass Low Carb den Langzeitblutzuckerwert, die Triglyceride und das HDL-Cholesterin reduziert und auch die Medikamente, die erforderlich sind. Also das sind verschiedene Studien, die alle zu dem gleichen Ergebnis kommen. Bei der Lebenserwartung hat man verglichen, also um die 50, also Menschen, die so um die 50 sind, was haben die noch für eine restliche Lebenserwartung? Und da wurden fünf Lifestyle-Faktoren untersucht. Never smoking, also Leute, die nie geraucht haben, BMI unter 25, mindestens 30 Minuten Bewegung am Tag, Alkohol moderat, also begrenzt, das heißt wenig Alkohol. Und eine qualitativ hochwertige Ernährung. Also diese Faktoren wurden da verglichen bei Menschen so um die 50 und man wollte herausfinden, welche restliche Lebenserwartung sie noch haben. Und das Ergebnis war, wer sich an keine dieser fünf Faktoren hält, also von den Menschen, die sich nicht an diese fünf Faktoren halten, werden die Frauen um die 79, die Männer 75. Wer sich an alle diese Faktoren hält, da werden die Frauen 93 und die Männer 87. Ihr könnt rechnen. Frauen 93 gegenüber 79, Männer 87 gegenüber 75. Das ist ein riesiger Unterschied. Und diese Dinge sind ganz leicht umzusetzen. Hochverarbeitete Lebensmittel mit massenhaft Inhaltsstoffen sind Die finden reißenden Absatz in den westlichen Ländern. Viele dieser Inhaltsstoffe kann man gar nicht aussprechen. Das habe ich auch schon öfter mal gesagt. Wenn man es nicht aussprechen kann, sollte man es weglassen. Da, auch da gibt es Studien, zum Beispiel über den Zusammenhang zwischen hochverarbeiteten Lebensmitteln und Gewichtszunahme in den USA. Stellen hochverarbeitete Lebensmittel 58% der Energiezufuhr dar? Und 89, also in den USA stellen diese Lebensmittel 58% der Energiezufuhr dar, also der Kalorien, und 89% des Zuckers, des gesamten Zuckers, der da gegessen wird. Dort haben die Verbraucher eine deutliche Tendenz zu Übergewicht und einen größeren Bauchumfang, also das viszerale Bauchfett. Aber das ist ja nichts Neues, da brauchen wir gar keine Studie dazu, das sieht man auch so. Hochverarbeitete Lebensmittel und Krebs, das war eine andere Studie. Hochverarbeitete Lebensmittel erhöhen deutlich das Krebsrisiko, besonders das Brustkrebsrisiko. Hochverarbeitete Lebensmittel sind ein chemischer Shitstorm. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und Krebs. Je höher der BMI, desto höher das Krebsrisiko. Der Zusammenhang wurde auch bei anderen Krankheiten festgestellt. Zusammengefasst kann man sagen, die Ernährung beeinflusst chronische Krankheiten, zum Beispiel Alzheimer. Die ketogene Ernährung verbessert die Symptome von Alzheimer besser als jedes Medikament. Beispiel Autismus. Low Carb und glutenfrei verbessern die Symptome. Beispiel Unfruchtbarkeit. 30% der unfruchtbaren oder vermeintlich unfruchtbaren Paare haben Erfolg mit einer ketogenen Ernährung. 30%, fast ein Drittel. Das finde ich beeindruckend. Ein süßes Getränk pro Tag reduziert die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis um 20%. Und das betrifft beide Mann und Frau. Diese Probleme gab es vor 40 Jahren auch schon, aber nicht in der Masse wie heute. Diese Dinge sind inzwischen völlig außer Kontrolle. Und was hat sich in den letzten 40 Jahren verändert? Wir bewegen uns im Prinzip so viel wie vorher oder vielleicht sogar mehr. Aber die Ernährung ist anders.
Und auch die Diabetiker vom Typ 1 stellen diese Veränderungen fest, wenn sie ihre Ernährungen umstellen. Es gibt eine Facebook-Gruppe, Type 1, T1D Grid oder wie die heißt. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Die wurde gegründet von Betroffenen. Ich werde mal gucken, wenn ich das rausfinde, werde ich es verlinken in den Kommentaren. Gegründet von Betroffenen und von Eltern betroffener Kinder. Die Gruppe wird von namhaften Ärzten begleitet, die in der Low-Carb-Szene sehr bekannt sind. Sie machen Untersuchungen an Mitgliedern dieser Gruppe. Untersucht wurden 200 Erwachsene und 100 Kinder, und das hat ergeben, dass eine langfristige Low-Carb-Ernährung den Blutzucker in den normalen Bereich bringt. Wir reden vom Typ 1-Diabetes. Das ist nicht der Altersdiabetes, der durch falsche Lebensgewohnheiten kommt, sondern das ist der juvenile Diabetes, den Kinder schon haben und wo die Bauchspeicheldrüse überhaupt kein Insulin produziert. Also das ist eine Autoimmunkrankheit. Und diese Menschen bringen den Blutzucker in den normalen Bereich und die Hypoglyzämiehäufigkeit wird deutlich reduziert. Also das ist der Unterzucker, weil die müssen ja immer unheimlich ausbaldowern, wie viel Insulin sie brauchen. Wenn ich das esse, brauche ich so viel. Wenn ich das esse, brauche ich das. Und das ist manchmal sehr, sehr schwierig, das genau da genau hinzukommen, und dann kommen sie oft in den Unterzucker und das kann bei Typ-1-Diabetikern sehr gefährlich werden. Low Carb ist sehr gut für Typ-1-Diabetiker. Der bekannteste davon ist der Dr. Richard Bernstein, der das Buch Diabetes Solution geschrieben hat. Das gibt es leider nur auf Englisch, werde ich auch verlinken. Dr. Bernstein selbst ist mit großer Sicherheit der am längsten überlebende Typ-1-Diabetiker. Er hat diese Krankheit seit fast 73 Jahren. Er bekam sie, als er 12 war. Also er ist jetzt 85. Und der Gegenwind ist heftig, aber die Erfolge lassen sich nicht von der Hand weisen und er lässt sich da auch nicht beirren. Er ist selbst Betroffener, er ist Patient und Arzt und er hat erst mit Mitte 40 sein Studium begonnen, weil er mehr erfahren wollte über diese Krankheit und was man dagegen tun kann. Und seine Erfolge lassen sich nicht von der Hand weisen. Die Website von Diet Doctor hatte ich auch schon ein paar Mal verlinkt, werde ich nochmal verlinken. Hat inzwischen 250.000 Klicks am Tag. Auch da geht es um Low-Carb-Ernährung. Diese Website wurde gegründet von dem Andreas Ehnfeldt. Das ist ein schwedischer Arzt. Am Anfang eine kleine schwedische Website, ist inzwischen zu einem riesigen Ding gewachsen, das weltweit aufgerufen wird. Beim Thema Ernährung scheiden sich die Geister: pflanzlich, tierisch, vegetarisch, vegan, paleo. Einig sind sich aber alle beim Thema Zucker. Wir trinken mehr Zucker, als wir essen. Viele Länder haben eine Zuckersteuer eingeführt. Das erste Land war Mexiko, das war damit sehr erfolgreich. Und die ersten Resultate lassen auch hoffen, jetzt in Bezug auf das Thema Fettleibigkeit. Es ist aber nicht nur die Steuer, sondern die Menschen fangen tatsächlich an, nachzudenken über das, was sie ihrem Körper da zumuten. Wie gesagt, die Engländer haben eine der höchsten Adipositas-Raten der Welt. Und vielleicht ist das der Grund dafür, dass England jetzt einer der Vorreiter ist, was zum Beispiel auch Werbung für Junkfood betrifft. Finde ich gut, dass das jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr kontrolliert wird. Gerade die Werbung, die sich an Kinder richtet, das ist ja fatal, ne? Die Kinder sollen dahin gebracht werden, dass sie einen Sweet Tooth entwickeln, also dass sie vor allem süße Lebensmittel bevorzugen. Und wenn sie dann erwachsen sind, dann werden sie bevorzugt auch das essen. Ein Statement der WHO, der World Health Organization: Bis 2020 werden zwei Drittel aller Krankheiten weltweit nicht mehr die Folge von übertragbaren Krankheiten sein, sondern die Folge von Lifestyle. Und obwohl es jetzt schon ein riesiges Problem ist, wird es von den Ärzten, von Krankenkassen und Gesundheitsbehörden nach wie vor komplett ignoriert.
sagt sogar die World Health Organization. Also da kann man doch mal sehen, man weiß es, aber man tut so, als ob nichts wäre. Der Elefant im Zimmer wird vollkommen ignoriert und man macht weiter wie bisher. Es ist natürlich alles eine Geldfrage, ne? Wissen wir ja, da steckt zu viel Geld drin und man will es sich nicht leisten, auf diese riesigen Umsätze und Gewinne zu verzichten. Ja, es ist mal wieder etwas mehr von demselben, was ich euch hier erzähle. Nichts Neues im Prinzip. Aber interessant natürlich, dass das jetzt ganz offiziell mit sehr guten Studien belegt wird. Ja, und das war's dann im Prinzip auch. Denkt nach über eure Ernährung und wenn ihr immer noch den Zucker in euch reinschaufelt, dann fragt euch, wie ihr euch euer Leben in 5 oder 10 oder 20 Jahren vorstellt. Na? So, damit komme ich zum Ende. Es ist jetzt vielleicht nicht so sehr spannend, dieses Thema, aber im Prinzip, wenn man für diejenigen, die krank sind, sollte es spannend sein, sich da mal ein paar Gedanken dazu zu machen. So, ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und ein schönes Wochenende und sage euch danke fürs Interesse, fürs Zuhören und Zusehen. Tschüss und bis bald.